einen wunderschönen Freitagabend. So. Ja, eigentlich hatte ich ein Spiel rausgekramt und wollte es schon vor gefühlt. Okay. Und wollte das schon vor letzter Woche oder so spielen und da ging es nicht. Und dann hat Basti es doch wieder geschafft und alles gerichtet und jetzt können wir Blade Runner spielen. Yay! Viele kennen es nicht. Mein kleines elfjähriges Ich hat es geliebt und ich habe es tausendmal durchgespielt. Und es hatte auch noch, das kam in dieser schönen Verpackung, das konntest du so aufklappen. So aufklappen. So ein Faltding, cool. Ja, es war super. Das war so Pappe, großartig. Das heute jetzt schon total so weiß angenibbelt ist. Ja, das war es damals schon. Ja, und ich habe es eigentlich auch nur, weil mein Bruder hat früher immer alles auf dem PC gespielt. Mhm. Und ich habe ihm immer seine Spiele geklaut. Oder er gesagt, ich habe alles gespielt, was er gespielt hat. Und deswegen hatte ich Blade Runner. Ja. Du kanntest das Spiel nicht. Bis heute kannte ich das Spiel überhaupt nicht. Also ich habe den Film gesehen, ich habe das Buch gelesen. Ich bin Fan von Philip K. Dick und... ja, ich war total überrascht und dann dachte ich einfach, darf ich bitte mitmachen? Ja, ne, ich habe ja den Film erst nach dem Spiel gesehen. Mhm. So war es bei mir und ich fand den Film deswegen scheiße. Also ich fand es echt langweilig. Weil ich kann mir vorstellen, dass man, also beim ersten Mal, wenn man den Film sieht, denkt man so, dass es denn vielleicht einfacher war, denn wenn du das Spiel schon kanntest. Ja, aber ich fand den Film langweilig tatsächlich. Ah. Also bei mir also war ist das Spiel super spannend, oder? Für mich war es super spannend. Jedes Mal, wenn ich die Waffe ziehen musste, dachte ich, oh nein. What? Oh nein, alles passiert. Und das Spiel hat auch unterschiedliche Enden, was erklärt, warum ich so oft gespielt habe. Weil mir schreckliche Dinge passiert sind beim ersten Mal. Genau, ich habe von dir gehört, das Spiel ist so randomized, also dass man quasi... Ja. Überhaupt nicht weiß, wer jetzt Replikant ist und wer nicht. Das ist und total interessant. Steht da jemand vor dem Laden oder steht da keiner vor dem Laden? Oder? Man weiß es nicht. Ja, es ist super. Ich weiß nicht, wollen wir gleich mal reinstarten, ja. Weil das Intro so lang ist. Okay. Starten wir einfach mal rein. Ja. Des Sounds. Ach, ich freue mich voll. Das ist so super. Okay, Boxen. Das finde ich lustig, dass sie das halt nicht Tötung nennen, sondern Retirement. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand Blade Runner gar nicht kennt. Euch kommt sicherlich bekannt vor durch das Bild da oben. Das ist in der Zukunft, übrigens. Das sieht auch genauso aus wie im Film. So sieht's bald aus bei uns. Was war das? 2019? Wow, shit. Wir haben jetzt schon kleine, zackige Häuser, die brennen. Aber es ist ja Los Angeles. Ja, stimmt. Also Los Angeles hat jetzt schon... Ich weiß noch, als ich das früher gespielt habe, dachte ich so, oh, das sieht so gut aus. Ja. Diese Grafik. Wow. Oh mein Gott. Es ist genauso wie im Film. Es ist wundervoll. Das spielt auch zum Film, ne? Das spielt zur selben Zeit, ja. I cleaned out the tiger cage and sorted all the meal bins. So, if it's all right, it's my turn to fix dinner. Haven't you forgotten something, little one? Just one little thing? Mr. Renser, please. It's been a very long day. I don't want to. Now, Lucy, I thought we'd settled this last week. Don't let's forget who pays your salary. We're closed. Come back tomorrow. Wait, I haven't finished with you. I told you, we're closed. We're not here to buy, little man. We've come to sell. You can't possibly have anything to interest me. These are extremely rare animals of the highest quality. What a coincidence. So am I. That is the price for humility.
And what else might we interest you in today, sir? Perhaps some virtue? Not my animals, please. I'm begging you. But what of honor, little man? At what price? Honor. Oh, my God, no. That tiger is the rarest specimen ever seen. Tiger, tiger, burning bright. The forest of the night. BR-61661, report to precinct headquarters. Code 3, repeat code 3. I was just finishing up my 12 out on patrol when I got the call. Welcome relief, considering that the most action I'd seen all night was a schizoid grandmother doing the shimmy in her underwear in the second sector. Some hooker vomited Thunderbird on Bryant's desk, and yours truly led the cleanup crew. Year and a half on the job, it was still the dirtiest work I'd seen. Where's Captain Bryant? Took a sick day. Got himself a heinous case of ptomaine poisoning. He asked me personally to run the unit in his absence. Guza was one of the old-time guys who took their knocks in the streets. He had a friendly way about him, but you didn't want to turn your back on him if you were less than a friend. Hope you've been enjoying your leisure time, kid, because it's time to take that thumb out of your ass. Hallelujah. Don't get too excited. The other Blade Runners are all jammed up. Holden's sucking dinner through a straw. Gaff's working the Tyrell break-in, and Steele's working special undercover. Looks like you got this one by default. You really know how to make a girl feel wanted. Animal murder down at Runciter Zoological. Probably just be a schizoid glitz, but we got the call. Old man Runciter lost something like a billion chinions worth. 10-1, this ain't a job for Rep Detect. You got something better to do? Perfect your French cooking, maybe? Slumming tonight, Slim? I thought you were on special assignment. Wasn't too damn special after I had the suckers out. What happened? A couple of fours were masquerading as fibroblast insulators down at Kaiser. I dressed up like a nurse. They never had a chance. I'll bet. You put them on the machine? Hell no. There's a beautiful little thing in here called the magic, and it ain't ever been wrong. You develop it, you got a brilliant career ahead of you. I'm working on it. What's Guza got you doing tonight? A.M. at Runciter's. Animal murder. Oh. Those skin jobs got no respect for anything that truly lives and breathes. And that goddamn Eldon Tyrell ought to be zipped into a body bag and flushed into deep space. Get rid of him, we'd be out of a job. I think we're all overdue for a little off-world paid vacation. You can stop staring at my ass now. You got eyes in the back of your head? All you gotta do is ask, Slim. Das hat das früher übrigens auch schon gemacht. Nach den Cutscenes hing es immer. Oh, so, okay. Animal sales was a profitable and prestigious business, since most real animals had died out after the Terran War. There were plenty of electric ones, though, powered by rechargeable batteries. No self-respecting human would own one of those frauds. Und das ist das Spiel. Whoop, whoop. Okay. Sieht aber gut aus, auch die Cutscene. Also, das ist alles ziemlich, ziemlich gut. Find something? Oh, yeah. Piece of chrome. From a car? No, I think it's horse chrome. Bag it and tag it. Bag it and tag it. Was denn? Genau, ich habe hier die wichtigen Wikipedia-Artikel nebenbei offen und das Spiel kam 97 raus. Ah, das kommt hin. Mhm. So, jetzt. Im Chat schrieb auch gerade jemand, ah, schade, keine Harrison Ford Synchro. Aber das ist ja gar nicht der aus dem Film, das ist ja ein anderer. Das spielt nur zur selben Zeit wie der Film. Mhm. So, was kann ich jetzt... Genau. Hier ist nachher hier so... Oh Mann, ey, es ist so lange her. Ja. Aber es ist halt... Das ist so mega gut.
So, okay, komm. Egal. Wir so untersuchen jetzt alles und dann kommen wir auch schon zu dem Clues-Finding-Ding, was ich immer so gut fand. I knew what they meant. Unless the city had bought a jet-black fire truck, somebody had a big, fat traffic ticket coming. Okay, die Aufgabe des Blade Runners ist halt, Replikanten zu finden. Genau, und die zu, wie sagt man jetzt, wie man das deutsche Wort nicht, ein Retirement, zu entlassen. Ja. In den Ruhestand zu schicken. Ja, Ruhestand, das ist das so. About 30 counts of animal murder and one of aggravated assault. The shop's been thrashed. You ought to see this tiger cub they got in there. It's a goddamn tragedy. How's old man Runciter holding up? State of shock. He's been moaning and complaining about his world caving in. You'd feel the same way if they were your animals. How many perps? At least two. Bloody footprints all over the scene. Must be a delightful sight. So, dann gehe ich mal in den Laden rein. Also da wurden jetzt die ganzen Tiere ermordet, die da drin waren. Das finde ich übrigens sehr schön. Im Film habe ich sehr diese Anspielung auf die Tiere vermisst. Ach so. Weil der das finde ich übrigens sehr schön. Der Originaltitel von dem Buch ist ja am Judging Träumen. From the distance between the prints, I was looking for two very big men. One dragged his right foot, indicating a possible injury or lameness. The other appeared a lot more controlled, graceful even. Quite a pair. Ich weiß nicht, ob er einen jetzt... So, jetzt kannst du auch schon. Aber, der Originaltitel vom Buch ist ja Träumen an Ruinen von elektrischen Schafen. Also okay. Dieser Welt ist halt ein Tier sowas wie ja das Luxusauto oder eine Yacht. Halt so ein Gut zum Angeben. So. Das ist, hat man, um im Höherstand zu sein. So. Genau, weil die ja so super selten sind. Und viele faken das halt auch, indem sie so Androidentiere herstellen und sagen, oh, ich habe ein Schaf oder ich habe einen Känguru. Und... dabei sind die meisten elektronisch. Ja. My precious one. She was my baby. McCoy, LPD. I'm absolutely certain Lucy Devlin was involved in this heinous act. She's the young girl who works for me. She's responsible for all this mayhem? No, of course not. It was two men acting in concert with her, obviously. Obviously. What'd they look like? Big and scary and absolutely malevolent. Danke für die Info. Kann ich dich noch mehr fragen? Can you think of anything they might have been after? First I thought they wanted money, but I don't keep any in the shop. Then I thought they wanted to steal my animals, but they started executing them. Could they have been replicants? Who else would be capable of such barbaric acts? All my animals. Ach so, nein, ich wollte nicht mich anklicken, ich wollte den Döde anklicken. Hat man denn so eine Art Tagebuch, wo man so Notizen macht? Und ja, das weiß ich Tyrell gar nicht. Also, aber ich glaube, das war ja eben gerade da zu sehen. Just wondering. Officer, last May I personally sold Governor Kolvig an exquisite Percheron coat. I have been a guest at his house on three separate occasions. Do I look like I need to carry artificial product? Bitte, 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 Mister. Ich glaube, wenn du auf ihn klickst, dann hast du, ja, dann hast du hier deine ganzen Clues, die du dir halt nochmal angucken kannst. Judging from the distance between the prints, I was looking for two very big men. One dragged his right foot, indicating... Okay, wir müssen es nicht nochmal... You got any discs from that camera? It's irrelevant. Those murderers also destroyed the camera. Thousands of chinyens worth. Maybe it photographed them before they shot it out. I guess you've got a point that. La, 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 la. Das war nämlich das, was ich, als ich angefangen habe, das Spiel zu spielen, fand ich das mega cool. Dass du jetzt so die ganzen Fotos und so untersuchen kannst. Und ich musste immer alles finden. I believe das weiß ich noch. This is the disc from last night. Peachy. I'm ruined. Totally ruined. So, kann ich mir noch irgendwas angucken? Schreib im Chat. Schreibt Chad was? Ja, der Chat fragt, ob wir auch Untertitel haben. Oh, warte mal. Hier ist nur Speech. Und den Sound. Ich kann speichern. Wir spielen das übrigens, das kann man ja eigentlich sagen, das ist ein Spiel für Windows 98. Ja. Ja. Und das haben wir halt irgendwie hinbekommen, hier so ein Windows 98-Gedöns. Hier ist leider kein
kein Subtitles. Es tut mir leid. Ich dachte, das wäre okay. Nein, ich wollte nicht. Ah. Ich habe das Spiel gerade geschlossen. Ich bin dumm. Oh. Oh no. Es tut mir leid. Ist gespeichert? Ja, ich hatte es gerade kurz davor gespeichert. Hui. Das ist doch ein perfekter Moment, um kurz in die Werbung zu gehen. Yay, Werbung. Dann starten wir das Spiel nochmal schnell neu. Man kann ja vielleicht mal kurz draufschalten. Das ist wirklich Windows 98. Willkommen in der Vergangenheit. Ja. Und wir sehen euch gleich wieder in der Vergangenheit.